Hallo, das ist mal ein ganz anderes Video von mir. Es richtet sich heute mal an alle Nichtwähler. Es gibt zwar verschiedene Arten von Nichtwähler, einmal die überhaupt keinen Bock und Interesse an diesen Wahlen haben oder überhaupt an Wahlen haben und meinen, sie bräuchten das nicht zu tun, ein Kreuz zu machen, wählen zu gehen, weil sie überhaupt keine Ahnung oder Interesse haben. Gut. Die müssen sich halt auch die nächsten Jahre damit abfinden, was in diesem Land passiert und was die zukünftige Regierung und die zukünftige Politik entscheidet. Aber es gibt auch die anderen Nichtwähler, die schon früher mal wählen gewesen waren, enttäuscht von der Politik sind oder auch sagen vor allem, dass sie von der Politik nicht wahrgenommen werden und deshalb auch kein Interesse mehr haben, wählen zu gehen. Sie meinen, sie tun sich damit einen Gefallen, nicht zur Wahl zu gehen am 24. September, wenn jetzt die nächsten Bundestagswahlen sind oder überhaupt, wenn Landtagswahlen sind, und meinen, wenn ich nicht wählen gehe, passiert gar nichts und es ist auch damit gut. Ich sage, es ist das Gegenteil, weil nämlich ihr als Nichtwähler tut den Parteien, die an den Wahlen teilnehmen, vor allem die auch in den Bundestag oder Landtag einziehen, einen großen Gefallen. Weil eure Stimme fällt einfach hinten runter, eure Meinung wird überhaupt nicht wahrgenommen und es wird dann halt einfach von denen, die wählen waren, von denen werden als 100% gerechnet und werden auf die Parteien verteilt. Wenn ihr aber als Nichtwähler ins Wahllokal geht und euren Stimmzettel ungültig macht, indem ihr zum Beispiel ein großes Kreuz über den Wahlzettel macht oder irgendwas hinschreibt, wie zum Beispiel ich war da, damit wird dieser Wahlzettel ungültig. Und dieser Wahlzettel wird natürlich auch gezählt. In dem Fall für gar keine Partei. Also wenn zum Beispiel von euch 10%, sagen wir als Beispiel, nicht wählen gehen, 10% von 100 sind natürlich dann die Prozentzahlen, den Parteien am Ende dann weniger zugezählt werden bzw. auch fehlen. Auf der anderen Seite kann es halt passieren, dass eine Partei, die bei 5% steht, dann am Ende vielleicht noch an der 5%-Hürde scheitert. Das kann alles entscheidend auch auf die Wahl sein. Und deshalb ist es halt wichtig, dafür auch euch Nichtwähler, dass ihr halt hingeht und einfach euren Protest, indem ihr den Wahlzettel ungültig macht, kundtut. Also geht hin, macht es und lasst nicht einfach so, wie es ist und sagt, es ändert sich sowieso nichts, ich gehe nicht zur Wahl hin, es bringt nichts, meine Stimme oder mein Interesse wird nicht wahrgenommen. Denn wenn ihr nicht hingeht, tut ihr genau das Gegenteil, was ihr damit erreichen wollt. Wenn ihr was erreichen wollt mit eurem Protest, geht als Nichtwähler hin und macht den Stimmzettel am 24. September ungültig. Wenn ihr noch weitere Informationen haben wollt oder mit mir diskutieren wollt, könnt ihr euch gerne über die Kommentare melden. Vielen Dank. Tschüss.